Wusstet ihr, was Onsen sind? Ich habe tatsächlich auch 4 Monate lang in Japan gelebt und habe mich durch die Folge von Christine Thürmer wieder richtig in diese Zeit zurückversetzt gefühlt und kann ihr in einem Punkt auf jeden Fall zustimmen. Und das ist, dass Onsen eine absolute Wohltat sind. Für unsere heutige Frage der Woche möchten wir wissen, wie sieht für euch der perfekte Tagesabschluss nach einem richtig anstrengenden Reisetag aus? Also zum Beispiel nach einer langen Wanderung oder einem intensiven Städtetrip. Jana, du warst doch jetzt erst für Workation, für einige Tage in Lissabon. Erzähl doch mal, wie hast du es geschafft, quasi wieder in deine Mitte zu finden bei dem ganzen Trubel? Am Ende eines langen Reisetages ist es für mich immer ganz wichtig, kurz einen Ort zu finden, wo ich Revue passieren lassen kann, was der Tag so gebracht hat. Und um kurz innezuhalten und wahrzunehmen, an welchem neuen Ort ich mich jetzt befinde. Nach einer Dusche und einer leckeren Mahlzeit mit letzter Kraft noch ein paar Seiten in einem richtig guten Buch lesen und dann entkräftet, aber happy einschlafen. Das wäre so in etwa meine ideale Vorstellung. Also ein Onsen wäre natürlich optimal, aber ich muss Erik auf jeden Fall zustimmen. Bei mir sieht das exakt genauso aus. Zurückkommen, was richtig Leckeres essen, sich waschen, duschen, in sauberen Klamotten dann in den Schlafsack zum Beispiel legen und noch so ein paar Seiten lesen und dann einfach einschlafen. Was gibt es Besseres? Wie sieht es denn bei euch aus? Wie entspannt ihr euch nach einer langen Wanderung oder einem langen Reisetag? Schreibt es gerne wie immer in die Kommentare.